Lohnt es willkommen, Freunde, und nach dem Motto einer geht noch, haben wir hier doch noch den Monk für euch mit dem Starter-Set für Season 15. Es sieht zwar ganz gut aus, wir sprechen hier von dem Gewandung der 1000 Stürme, aber der Nachteil ist einfach der Set-Pony mit den 1300% mehr Schaden. Das macht einfach zu wenig im Verhältnis zu den anderen möglichen Builds, aber zu Beginn jetzt, und weil das eben geschenkt aus der Season kommt, kann man das schon Ganze nehmen, kombiniert mit den Shenlong-Waffen, wo wir nochmal ein bisschen mehr Damage rausholen. Die Waffen wurden auch, ich glaube, vor zwei Seasons oder so, wurden die mal ein bisschen gebufft, aber die Kombination mit dem Set ist halt nicht ganz so gut wie zum Beispiel bei einem WoL oder LDK-Monk, wo halt einfach mit dem anderen Set hier gespielt wird, weil da kriegt man dann pro Stack 1000 und hier hat man dann 1300 oder eben oben hier für die primären Sachen 13. Das klingt zwar viel, aber unterm Strich ist es das natürlich nicht. Aber jetzt, um hier damit die normalen Stufen zu farmen, das ist durchaus möglich. Man muss nur ein paar kleinere Sachen beachten. So, können wir hier die Gegner gerne ein bisschen zusammenziehen. Ihr seht schon, wir hauen da einfach rein. Sobald wir genügend Geisteskraft haben, aktivieren sich unsere Shenlongs. Dann müssen wir hin und wieder mal so einen Dash machen. Damit ist natürlich das hier gemeint. Und dann vor, immer wieder ranziehen und dann hier mit unserem Schlag können wir hier praktisch alles platt machen. Aber wie gesagt, es ist eben hier wichtig, die Konstellation des Sets hier zu berücksichtigen, dass die Geisteskrafterzeuger erhöhen 6 Sekunden lang den Schaden von rasender Angriff auf 13.000% und der rasende Angriff erhöht 6 Sekunden lang den Schaden der Erzeuger. Das heißt also, wir müssen immer wieder mal den Dash und so weiter aktivieren, damit sich das Ganze dann mit dem Set hier in Verbindung und in der Konstellation auch funktioniert. Also für alle, die sich dachten, nee, ich möchte unbedingt gerne den Mönch spielen, es ist möglich, aber er sollte dann halt so schnell, wie es nur geht, dementsprechend auf einen der Standard-Builds wechseln. In der Gruppe ist der Mönch auch in der neueren Season wieder ein Supporter in der Meta, wie auch schon die vergangenen Season, da führt halt kein Weg vorbei. Und bei den Rodmarans, da seid ihr als Mönch gar nicht dabei. Es hat zwar wieder mal die Konstellation gegeben, dass man auch einen Mönch hier, einen Support-Mönch mitnimmt, aber das wird eher im Hardcore gespielt und weniger im Softcore. So, ihr seht schon, man kann hier einfach alles zusammenziehen, dann lasst man es hier ein bisschen knallen und dann geht es direkt weiter. Also ist jetzt im Verhältnis, das war schon mal eine sehr, sehr gute Skillung. Es wurde auch früher mal in den High Rifts gerne gespielt. Aktuell ist einfach das Problem, dass der Damage Boost davon zu gering ist. Also das Set gehört genauso wie zu an der Ödlande, das Inner Set oder andere. Da muss einfach mal jetzt über die Zeit irgendwann ein Buff kommen. Von den Talenten her, lähmende Woge mit Zerfetzen, dann haben wir den Zyklonschlag mit Implosion, Odem des Himmels mit Licht erfüllt, rasender Angriff mit feuriger Glanz, Mantra-Entrückung mit der Wendigkeit für die Zähigkeit und Offenbarung mit Wüstenschleier. Pining Passives, Schwung, Harmonie, Nahtoderfahrung und Fanal. Also weiterhin ist hier wieder die Option, diverse Sachen vielleicht ein bisschen anzupassen, damit es dann zu eurer Spielweise besser passt oder die Spielweise von euch ein bisschen mehr abrundet. Das solltet ihr gegebenenfalls zuschlagen. Wir haben hier einen Kanaiswürfel, Zusammenkunft der Elemente. Dann haben wir hier noch den Tiefenwühler, ganz wichtig, nochmal 100% mehr Schaden. Und dann haben wir einen Ingiom. Also standardmäßig spielt er das Ganze mit fliegender Drache, wenn es in die höheren Rifts geht. Aber um das besonders zu Beginn auch ein bisschen zu beschleunigen, bietet es sich einfach an, hier mit Hilfe von Ingiom zu spielen. Was auf jeden Fall gut ist, Stärke der Schlichtheit, erhöht den Schaden von Primärfähigkeiten um 75%. Also je nachdem, welches Level euer Game hat, Treffer und Primärfähigkeiten heilen euch um 4% eures Lebens. Also es kann sowieso viel mehr von diesem Bild her, wo einfach Stärke der Schlichtheit auch wirklich effektiv ist, weil es halt einfach den Schaden nach oben dreht und neben dem, dass der Schaden nach oben gedreht wird, haben wir hier auch noch die Möglichkeit, uns zu heilen, wobei Heilen natürlich kein schlechter Aspekt ist. Dann haben wir hier, ich weiß, die Windrose hat Int, die haben wir einfach vom Mage geklaut, aber auf jeden Fall haben wir hier noch den Verderben der Mächtigen dabei und dann haben wir hier nochmal beim Schwur des Abenteurers Verderben der Gefangenen. Also im Endeffekt spielt er hier, sagen wir einfach mal, das ist Pink, ja, sagen wir mal, das ist, ihr habt Pink, Grün und Gelb und dazu dann die Shenlong-Waffen. Die Shenlong-Waffen könnt ihr zu Beginn, so viel gibt es nicht, besteht die Möglichkeit, die auch wirklich einfach herzustellen, wenn ihr damit startet, dass ihr dann sagen könnt, okay, pass auf, wir nehmen jetzt hier Faustwaffe, sofern ich da nicht dreimal vorbeifahre und stellen uns dann praktisch ein paar Faustwaffen her. Im Worst Case bekommt ihr irgendeine Waffe, die ihr dann für einen anderen Bild benötigen könnt. Das ist dann alles gar nicht so dramatisch. Das wird einfach aufgewertet. Ja, das können wir zum Beispiel mal nicht brauchen. Zack. Das
zum Beispiel auch nicht. Jetzt wird schon wieder knapp hier. Der hat sich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Das ist teilweise zum Tanken bzw. für Support gar nicht so schlecht für die Übergangslösung. Und hier, oh Gott sei Dank, ich dachte mir schon, ich muss mich rausreden. Also bei 4 Crafts hatten wir schon eine dabei. Wenn ihr hier 10 Waffen herstellt, habt ihr in der Regel beide. Wenn ihr einen Montags-Account habt und vielleicht nicht so lucky seid im Diablo, braucht ihr vielleicht 20 Aufwertungen. Aber dafür können eben auch andere Sachen kommen, wie zum Beispiel hier der rachsüchtige Wind oder der Narbenmacher, mit denen ihr dann einfach direkt auf die weiteren Builds switchen könnt. Also zum Farmen, besonders weil wir ja die Bounty Season haben, würde ich euch sehr, sehr, sehr einen LTK oder einen WOL ans Herz legen, weil es buildtechnisch einfach viel schneller ist. Ich linke euch das mal direkt ins Video rein, da könnt ihr draufklicken. Also zum Starten ist es okay, aber sobald dann die Möglichkeit sich ergibt, sofort zu wechseln.